Ik und Lisa machen Zwiebelring jetzt. Too boring, weil ich noch. Schön. Wir packen deine Küche nicht ab, keine Angst. Oh, das habe ich nicht gesehen. Jetzt brauchen wir noch einen Flachsteller, um die reinzutun. Aha, da ist ein mehr crunchen. Ja. Der wird ein bisschen haftig. Oh, ja. Hot mango sauce. Dutton ist erst und der Russell von Williams ist zweit. Wie war der sonst? Das ist sonst eigentlich. Oh, der hat Kamera gestartet, es geht euch schon wieder um Autofahren. Ja, wir haben alles Autofahren. Das rettet uns. So. Aber der hat ja im letzten Rennen über eine Massencrack 5 Plätze hinterher gesetzt worden. Wegen dem muss er morgen 5 Plätze weiter hinten starten. Und der Norris ist eigentlich, bis ins Q1 fuhren gut gefahren und es hat auch geregnet. Ist er gestorben? Nein, schau. Leider nicht. Zum Glück nicht, sorry. Ist er gestorben? Jo. Nein, leider nicht. Tommy hat gerade alle Bier so hergetragen, dass man das Logo sieht. Feldschlösser. Aber im Fall Erik, da musst du mal... Alter, Appenzeller Bier schmeckt so fein. Da musst du mal wirklich mal angeben, dass es Markennennung ist. Nein, das ist gutes Bier. Werbung ist so, ja, ich habe es selber okay. Der Tommy wird noch etwas erzählen. Ja. Es gibt jetzt einen Real Talk aus der Zentrale. Heute vor 414 Tagen habe ich die wunderschön bezaubernde Shania kennengelernt. So, piep, sind wir richtig piep gefahren am einem See. Und dann haben wir auf dem Weg im Zug ein bisschen Bier getrunken und ein bisschen Wein getrunken. Was war das für ein Wein? Chardonnay war es. Ah, Chardonnay. Sehr edel Tropfen. Wir haben auch edel getrunken aus Plastikbecher. Genau. Immerhin aus der Flasche. Immer. Mann, ich sollte nicht M sagen. M. Dann sind wir weitergefahren. Und auf dem Weg dorthin haben wir nicht gewusst, wo ausschwanden. Ich weiß, wo du schnell musst warten, ja. Wir sind dann in diesem nicht genannten Dorf ausgestiegen. Haben schon recht eine Birne gehabt. Wir sind Dann sind wir so alle mit unseren 8 Koffern dort fast. Oder Taschen ausgestiegen. Und dann ist eben am anderen Schulhausplatz Ende die wunderbar schön bezaubernde Shania gekommen. Und dann haben die uns gerufen und haben gesagt, hey, kommt mal hierher. Da sind wir halt alle so recht parat gewesen. Und dann dachte ich, ja, also, wenn es schon Frauen rufen, warum nicht? Eigentlich haben wir halt einfach auch gerufen, sucht ihr etwas. Ja, das ist egal. Nach kurzem Reinwerfen, wir haben noch Spass im Bus hoch in das Dreckscafé gesagt, jetzt musst du schauen, Toni klärt sich jetzt hier oben dann noch eine. Und dann ist es wirklich keine 10 Minuten gegangen, bis wir sie getroffen haben. Alter, was ist das für ein Beginn von einer Beziehung? Ja, er hat sich eine geklärt, er hat sich eine geklärt. Ja, aber es war aber so. Ja, mit der Intention in die Ferien. Und dann sind wir dort rausgestiegen, haben sie gesagt, ja, wir kommen hier nicht vor Umgebung, könnt ihr uns die nächste grösser gelegene Stadt zeigen. Wir kennen uns dort nicht auf. Und dann haben wir gesagt, könnt ihr uns nicht noch zu diesem Campingplatz führen? Und das haben sie dann gemacht. Und so ist es dann dazu, dass wir einen Snapchat austauscht. Und so ist die Beziehung vor 414 Tagen auf den Tag genau entstanden. Juhu! Jetzt ist es so, bei mir ist Stürmu. Und heute kommen ein paar Kollegen. Das ist es. Tschüss. Schön, dass ihr zugeschaltet. Wir machen eben gerade noch ein bisschen Hundefutter. Für uns, ja. Wenn die Leute hungrig werden, dann können sie hier aus denen trinken. Und essen natürlich auch. Ja. Wenn ihr das Essen wollt, schlürfen. Spaghetti! Und jetzt bin ich fertig. Ja, Match. Wegen dem Gola. Ja, nur Gola. Hallo! Du musst lachen. Hallo. Hallo. Wenn du mich anfickst.
hacke ich dir den Kopf ab. Oh mein Gott, so scheiße. Du bist wirklich direkt vor dem Auge, das siehst du nichts. Soll ich dann haben bei Nies gesehen? Du musst es wirklich nicht haben. Halt die Fresse! Das ist gut, gell?